Meinst du, der Typ hat noch Zucker für uns? Ja, genau. Schauen wir mal von links. Das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt alles noch dunkel. Mhm. Ich kann ja diesmal wieder machen. Aus dem Weg. Wir wollen jetzt nur ein bisschen Zucker leihen. Hier siehst du meine Axt. Hier siehst du meine ja. Axt. Ja, ein Ziegenkopf, ja. Ja, ja. Okay, das Ding ist wieder da. Ja, sehr gut. Ja, ich müssen wir dafür das Gebiet verlassen oder so. Weiß ich nicht. Der Mann, das hat so eine kleine Abklingzeit, ne? Ja, wo steht? Steht da nicht irgendwo. Was passiert denn, wenn man die Dinger veredelt? Gibt das dann noch bessere Sachen oder? Nee, das gibt einen so eine. Also ich habe das einmal gemacht und mir hat das eine Truhe gegeben, die weiß ich nicht. Du kannst die Dinger irgendwie recyceln, irgendwie, falls dir irgendwie ein Teil fehlt oder so, nehme ich mal an. Ich habe zum Beispiel so einen Kopf genommen. Und als ich die Truhe gemacht habe, habe ich eine Hand dafür bekommen. Also du kannst sie mehr oder weniger so umwandeln, glaube ich. Ich meine, solange wir die Dinger noch haben, ne? Warum nicht, ne? Können wir immer wieder hier reingehen. Wir nehmen nur Platz weg, ne? Ja. Ja, deswegen, ne? Ich glaube, dass der wieder was, der hier wieder was einzig ja gutes ausspuckt. Ja, mal schauen. Weil der dann voll die Farmen gute für einzigartige Sachen, ey. Ja. Ich hab ich ja letztens gesagt, ne, wenn wir das hier schon früher entdeckt hätten und gemacht hätten, ne? Ist er kann. Jetzt ist es einfach umgekippt. Ich kann nicht angreifen. Typ betäubt mich oder was auch immer. Boah. Ja, mich trifft ja überhaupt nicht, weil ich da reinschalte bin. Der fragt mich mit seinen Tentakeln an. Ja, ja schon wieder. Ja. Ich glaube, bei mir ist nichts einzig. Nein, bei mir ist nichts einzigartiges, leider. Bei mir schon. Hm. Ist schon wieder derselbe, ja. Ich habe nur Ringe und ein Amulett bekommen. Der wirkt da verfügbar primär. Das ist wieder ein einzigartiges. Das ist derselbe, da schon wieder derselbe. What? Den ich jetzt schon dreimal gekriegt habe. Ich glaube, da gibt es nur ein Set von oder so. Oh. Okay. Auf zum Albtraumland. Ja. Also, solange wir die ganzen Körperteile noch haben, können wir so lange machen, bis wir die alle weg haben. Spricht jetzt nichts weiter dagegen. Also da ist der einzige Ort, wo wir irgendwie bisher garantiert wissen, dass wir einzigartige Klamotten bekommen können. Ich habe nichts gekriegt, ne? Also ja. Garantiert ist das auch nicht. Oder ich habe einfach nur sau viel Glück. Ja. Da wo ist denn das Ding? Aber wenn ich mal diese Fähigkeiten benutzen würde, ey. Ja, ich bekomme auch die ganze Zeit so Sachen mit Ansturm und so. Ich habe den. Der Ring, der wäre sogar gut, aber ich benutze die Fähigkeiten nicht, die da aufgelistet sind. Aha. Der eine Ring, der war fast perfekt. Nicht der andere Ultimate auch noch benutzen, wäre noch besser. Also ich habe das Problem, ich kann nicht wirklich meine Fähigkeiten großartig austauschen. Fähigkeiten sind, die ich brauche. Ey. Zwei Sachen, die kann ich zum Beispiel nicht austauschen. Das ist mein Golem und mein. Doch, du kannst das. Der Golem, der nimmt ja auch hier in meiner Fähigkeitsleiste weg. Wenn ich den rausnehme, verschwindet der. Die Geschichte. Hm. Da ist halt. So. Bla. Okay. Gehen wir auch in das Albtraum Dungeon noch rein. Danach können wir den Typen ja nochmal einen Besuch abstatten. Hm? Nix.
Wirbelwind. Aber wir müssen alle Gegner hier töten. Jetzt müssen wir ja alles erkunden. Oh nein, das ist schon wieder so ein Ding. Böse rückblenden. Einfach eine übergezogen. Vorbeigehen. Gar keine Gegner getötet. Wir sind da schon Explosion. And what the heck is even that? What the hell is even that? What? Nee, da war so ein Buffer, der die gebufft hat. Ach so, ich habe gedacht, so da ist schon wieder so ein neuer, so im Sinne von da gibt es schon wieder eine neue Meme oder irgendwie. Oh Gott, da sind ganz schön viele Gegner. Okay, ich gucke da nur so vor, ey. Okay, ich trigger sie alle. Ja, hab ich auch vor. Hard. Oh Gott, oh. Ich denke, der Kind ist hinterher. Doch, wir sind nur noch 5 Level unter Level, die haben keine Chance. Das hätte mich keiner umgebracht. Überhaupt keine Chance habt ihr. Das wäre perfekt, wenn ich jetzt meine Ranken hätte, ne? Ja. Oh Gott. Was? Ich hab da einen Trank genommen. Ja, ich war auch gerade leider gestorben. Ich hab mehrere Getränke gerade reingeballert und bin tot gemacht. Aua. Der fette Sack stand genau davor. Ja, ey. Warte, Daniel, ich belebe mich wieder. Ich wollte eigentlich an dem vorbei und dich wiederbleiben, aber der stand direkt davor. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gestorben bin. Ich hab jetzt ein paar Mal auf meine Tränke-Taste gedrückt, ey, weil er so viel Schatten gemacht hat, ey. Oh, da ist eine. Okay, schaffst du den alleine? Ja, ne. Oh, der ist so stark. Alter, ist das, Alter? Ist das schon wieder so ein Leuchtekerl oder warum nimmt der. Wieder so ein Kerl, der so eine Welle macht, ey. What? Oh, der haut auf den Boden und dann erzeugt er so eine komische Welle. Ah, nein! Oh! Und dann spuckt er die ganze Zeit Feuer aus allen Richtungen, boah, ist der zum Kotzen, ey. Geh weg von mir. Ich glaube, das schaffe ich nicht, Daniel, ey. Doch. Mein Gott, bist du weit weg. Er hat 2 Wellenangriffe, ey. Der steht einfach nur blöd rum und spuckt Feuer aus allen Richtungen. Ja, das hat einen Surfer. Mein Golem getötet, ganz toll, ey. Ja, das hat einen Surfer. Mit Markerwellen. Ich hab mich noch das letzte Mal, der hat mich auch das letzte Mal getötet, ey, der Gegner, ey. Hm. Ich muss ja meine... Ich kann nicht mal nah an den ran, denn ich hasse dieses Vieh. Alter, das macht so viel Schaden, ey. Lass mal abchecken, weil auf YouTube. Ich wünsche, ich könnte irgendwie so durch die Gegend fliegen. Ah, der ist tot, leck mich. Der Wart. Fucking hell, ey. Alter, du bist nur ein Wicht, halt nicht so viel aus, geh drauf. Fuck you. Warum stirbt das, finde ich? Das ist nur ein Wicht, ey. Der hält ein Bombardement von allen Seiten. Fresse. Oh, meine Fresse.
War unnötig schwierig. So. Da kommt der Vegas. Ja. Und beleben tut er mich. Boah. Sehr gut. Ja, nächste Gegner. Okay. Alter. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Er hat sich zerstören lassen. Also ich habe Angst vor deinem Gift. Okay, ein bisschen, aber ich gehe trotzdem rein. Ich bin noch nicht. Doch, meine Angriffe. Ich stehe so vor dem so. Ah, spürt meine Angriffe. Oh, warte, ich habe gar keine Wut. Ein bisschen awkward. So. Wurde aufgehoben. Ja, wir haben alle Gegner erledigt dann. Er ist gezeichnet. Nein. Und ist halt mal auf Sankt Joro. Er verursacht 10% mehr Blitzschaden. Na, das wäre natürlich gut, wenn einer von uns Blitzangriff hätte, ne? Ja. Au! Ja, wir sind fetter. Kann ich meinen Gegner ausschaden? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Kommt her, ihr Drecksarbeiter. Ich bin noch nicht bereit. Okay, der blöde Turm macht auch so blöde Angriffe. Ich konzentriere mich mal auf den Turm. Den einen Typen kann ich gar nicht so nah rangehen, ey. Die Welt treffe mich die ganze Zeit. Au! Aua. Na wirklich. Der Turm ist weg. Ich kann da wenigstens aus der Reichweite angreifen. Ich kann mich den gar nicht nähern. Ey. Ich habe nur noch einen. Wir haben alle unsere Vorteile und Nachteile, Daniel. Ach. Mein Vorteil ist, ich sterbe. Ich kann mit denen keinen Kampf überleben. Ey. Niedergang der Matrosen. Oh, da war schon der nächste. Ist da wieder so einer? Stimmt, ne? Alter, was denn? Was? Was hat mich umgebracht? Ich bin weiß ich auch nicht. Nein, bitte nicht. Geh weg von mich. Ich habe auf einmal Schaden genommen, dann habe ich einen Trank genommen, dann war ich tot. Na, wie soll ich jetzt den Typ mit der Welle erledigen? Ich muss warten. Ah, oh, null Tränke. Wieder so ein Typ, der so eine scheiß Welle macht? Ja. Ja, ich hasse diese Teilviecher. Ich versuche mal, um den herumzulaufen und dann dich wieder zu beleben. Dann schaffe ich das. Wenn er jetzt hier einen auf... einer wieder zurückgerannt gekommen, bist du schon tot? Nee. Wir rennen gerade ganz viele Ghoul im Naruto-Style wieder zurück. So, ich komme zu dir heran. Mach dich bereit, wieder belebt zu werden. Bitte sag mir, das sind keine Gegner. Ich habe keine Tränke. Also mach dich vielleicht bereit, mich gleich wieder zu beleben. Wo ist denn der Typ? Warum bleibt der denn da stehen? Weiß ich nicht. Ich bin in den großen Raum gegangen, habe einfach. Bin dann an dem vorbeigezogen. Ah! Ja, da, wo rennt der denn jetzt hin? Ja, der Reef. Ja, der Reef. Ja, ja. Na gut, warte. Ach so, das ist einer Skelett. Boah. Ja, ich könnte jetzt jede Sekunde sterben, also. Aber aua! Ich hatte noch geplant, so einen Angriff irgendwie aus den auf den aufzulassen, aber nee. Vorsicht. Sehen diese weißen Ringe schon wieder, deine Erzfeinde. Boah. Alter! Oh. Bist du tot? Ja. Also, okay. Warte. Ich komme.
So. Ja, da sind keine Gegner bei mir. Mhm. Ich habe mich immer weiter zurückgezogen. Was, wer macht denn diese Kristalle? Der Typ da oder was? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe mich immer weiter von den Gegnern zurückgezogen. Da habe ich trotzdem noch erwischt. Ey. Guck mal, was da noch so rumläuft. Der Typ hier. Da ist einer. Weiß nicht, wer da. Ja, der ist ein Kälteverzauberter. Boah, ich hasse diese Scheiße. Da ist auch noch einer. Komm mal, klein rot hier kaputt. Ich weiß nicht, was das macht. Oh, Gott. Da fällt auf mich los. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Okay, der tut das ein bisschen so ankündigen, aber wenigstens. Ein blöden Angriff. Oh, au, ich bin tot. Oh. Aua! Dieser Sack! Ja. Ich war eingefroren. Ich weiß, Dani, ich weiß. Ja. Einmal bitte heilen. Ich bin relativ nah an den aber dran, leider. Ja, das lässt sich jetzt auch nicht ändern. Please help me dazu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kleine Geist. Den schnapp ich mir. Ah, einfach schießen, der bleibt da schön stehen. Noch die weißen Kreise am Bogen aufpassen. Ja, sehe ich aber nicht, wenn der dann noch diese komischen Wände. Ich verstehe nicht, wie du ihn nicht siehst. Ich sehe dich klar und deutlich. Weil ich auf den Gegner gucke. Ich guck mir genau den Gegner an. Was warum mich herum passiert, sehe ich gar nicht, ey. Das ist genau das Gegenteil bei mir. Was ist denn ganz für ein Sound hier bei mir? Ich höre so. Wenn du zu weit von dem weg gehst, dann respawnt er gleich wieder, ne? Pass auf. Ja, ich muss ja. Ich kann nicht mit dem im Nahkampf, ey. Der kommt immer weiter auf mich zu, ey. Aber ich bin tot. Nein. Okay. So. Noch mal. Irgendwie so ein böses Omen für Elias später. Ja. So. Okay. Wir hauen einfach alles drauf, was wir haben. Sofort. Ja, der macht ja schon die ganze Zeit. Der geht mir irgendwie auf den Sack, der Kerl. Ich bin noch nicht oh Gott. Bereit. Oh. Der will die ultimative Combat-Form, ey. Bin wirklich schön. Geh weg von dem. Ich tu mir jetzt hier einen Kratzer hier heilen. Oh, ich nehme auch schon so viel Schaden von dem, ey. Ich muss machen. Ich bringe ihn zum Wegrennen, der rennt auf dich los, ey. Ah. Oh, ich habe schon wieder keinen Trank, ey. Ich möchte alles auf ihn rauf, oder? Na komm schon, die paar AP werden wir ja noch kriegen. Ah. Klar. So, schlimmer kann es ja nicht werden, ne? Ich brauche ein paar Tränke. Ich muss warten. Das ist schon wieder so einer, ey. Ich habe eine kleine Version. Aber keine Tränke. Lasst einen Trank. Danke. Ich bin noch nicht bereit.
Trank. Warum halten diese blöden Leichen so viel aus? Kann ihr erhöhtes Leben haben. Ich weiß nicht durch wen, aber. Ich bin noch nicht. Fettes Stück, du. Nein, geh weg. Aha. Geh weg. Jetzt du. Ich muss warten. Ja. Oh mein Gott. Wo ist dann? Okay, weiter. Sag mir, das ist schon wieder so ein Fetter. Hey, Viecher. Komm her, du Drecker, weiter. Ich kann so mein Dreck auch arbeiten. Na guck mal, er will seinen Angriff machen, glaube ich. Nee. Zerflärte Seite. Die sündige Marie. Boah. Wir waren Explosion. Ich bin kein Fan. Die Besatzung ist besorgt. Oh Gott, pass auf. Das ist nicht nur der Sturm, der uns vom Kurs gebracht hat. Du hast ihn jetzt immer einfrieren, wenn wir ihn Angriff machen. Der will immer gerade seinen Wellenangriff machen, aber den ist dann eingefroren. Ich vergesse mal die Explosion nach dem Tod. Ich vergesse mal, nach dem Tod kommt die Explosion. Angeblich versteckte sich hier einst der gnadenlose Kapitän Morador mit seiner Besatzung. Der Kapitän? Das heißt, selbst oh Mann, was ist da schon wieder? Hast du wieder so eine Aura? Oh nein! Oh Gott! Ich bin noch nicht bereit. Smith! Der erste Mal, Smith! So, du Dicke, komm her. Ich bin jetzt super wütend. Ich bin gleich sowas von tot. Ich komme mich ja gerade mit den Kleinen hier. Ich bin hier gerade unter dem Schild mit der Party von Elite-Kämpfern. Und Giftschützen, Alter. Genau raus. Ich komme hier nicht weg, ey. Irgendwas gekillt, sehr gut. Die Hellenflut ist aufgestiegen in mehreren Gebieten. Okay. Oh Gott. Tot. Ja. Da. Trank. Nein. So, einer ist down. Ja, viel Lebensenergie haben die nicht mehr. Ich hab die nicht. Ich höre gerade vor, wie das aussieht. Ja. Was macht der denn da? Der eine rennt jetzt nur noch. Okay, der wird von der Wand auf. Ja, ich hab ihn verwirrt. Oh, Kammerschlüssel. Legendäres Heiliges. Ja. Ja, ich nicht. Und Albtraumsiegel mich nach Vermächtnis. So. Ich habe keinen Platz mehr, um die aufzuheben. Nee. Was ich gerade bekommen? Ja, ich werde auf jeden Fall gleich Level 70, Daniel. Ja, ich auch gleich. Okay. Ja. So.
Da ist ja noch einer. Oder ist er gerade zurückgerannt? Ich glaube, das ist einer von denen. Ich sein, dass der zurückgerannt ist. Ja. Level 70. Cool. Ich bin noch nicht bereit. Das ist ein Leist dran. Aufwertung freigeschaltet. Großer Heiltrank. Ja, genau. Müssen wir auch noch machen. Boah. Autsch. Alles, was uns helfen könnte. Ja. Ah. Oh, ich habe da gerade einen Schlüssel gefunden. Was hat denn? Ich hatte einen Schlüssel aufgehoben. Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Okay. Ich bin noch nicht. Lass ich den Geist, den kann ich auch aus nächster Nähe abfeuern. Macht jetzt zwar einen Schatten. Hoch Level. Oh, okay. Ja. Ich mach am Boss. Elite Gegner. So, welche gibt's? Elite Gegner. Gloss. So. So, wo packe ich jetzt mein Paragon-Punkt ein? Ich nehme an, ich hole den einen letzten Knoten noch. Den ich noch nicht habe. Okay, ja. Ist ja gut, ich höre noch Soundeffekte gerade bei dir. Ja, alles gut, ich bin am Kämpfen. Okay. Ich glaube, ich nehme einen Umweg. Ich nehme den Umweg. Oder Stärke. So. Ich habe da so einen Punkt, der gibt mir irgendwie mehr Heilung durch Tränke. Gegner? Ja. Nein, Blut. Ah. Oha. Blöde Explosion. Ah. Ah, Falle. Boah. Ich bin noch nicht bereit. Das wird Verzweiflung hier. Ey. So. Kann ich jetzt hier nicht öffnen? Tür der Kammer. Ich hab doch gerade. Ich gehe noch mal zur Kammer da. Weil da steht auch bei mir, nutzt den Kammerschlüssel zur Öffnung von Tür der Kammer. Ich habe die gerade angesprochen, was ist nichts passiert. Noch nicht bereit. Die Tür ist offen. Der Sieg der dunklen Seehexe. Ja. Ich habe jetzt die Tür geöffnet. Ich weiß nicht, warum das vorhin nicht ging. Aber der ging ja doch nicht. Ja, aber ich hatte den Schlüssel. Ich habe die Macht. 2 Stärke. Heilung durch Tränke, Heilung durch Tränke. So. Da müssen wir schon wieder gegen die Olle kämpfen. Ja. Da. Solange ich diese blöden Wellen mache, ist ja alles okay. Autsch. Hat so viel getan, Mann.
War schon der Boss dieses Dungeons ist natürlich wieder einfacher als die Elite Gegner hier. Okay. Irgendwas Gutes dabei. Nö. Obwohl. So. 42 Angriffsgeschwindigkeit? Was? Vergleich zu 15? Das ist auch voll Overkill. Und für gewisse Arten Schaden. Dieser Effekt wechselt zwischen zwei Kategorien: Feuer, Blitz und physisch. Kälte, Gift und Schatten. Kapiere ich nicht. Also gefällt mir das nicht. So. Okay. Ich muss mal nach Kyowa-Stadt gehen und diesen geilen Effekt daraus nehmen. Und den bei mir reinstecken. Oh. Meinst du, schaffen wir den? Den leise. Ich will ja erstmal noch mal zu dem flüsternden Baum, ne? Ja, ja. Na, sowieso. Ja, erstmal, vergiss nicht deine Tränke aufzu. Ja, ja. Um meine Sachen zu reparieren. Ja. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. So. Was haben wir denn hier? Das kann weg, glaube ich. Ich habe kein Werbewind. Das ist nicht wichtig. Weg, weg. Weg, weg, weg. Eine gute Ausbeute. Jetzt also für jede blutende Gegner in der Nähe. Weg damit. Ich weiß ja meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass wir gegen Elias gewinnen können. Nehmt ruhig was übrig. Nicht mit dieser Einstellung. Ich lass mich. Ja, Daniel, genau. Das ist die Einstellung und nicht die Fähigkeiten, die das Endergebnis hervorrufen. Nicht wahr? Wir haben uns jetzt ja bessere Tränke, mit dem wir mehr heilen. Ja, Daniel, ich habe deinen Happy-Vortrag schon zigmal gehört. Das Licht über euch wachen. Ja, ich pack jetzt noch mehr Angriffsgeschwindigkeit in meinen Dings. Von 15 auf 42, was ein ganz schön krasser Sprung ist. Vergiss mal nicht zu reparieren, ne? Deine Rüstung. Ja, ja, habe ich. So. Du, gib mir das Teil. Aspekt extrahieren. Warum geht denn das auf 21 wieder runter? Eine Handwaffe, zwei Handwaffe, Macht erhöht um 100%, Handschuhe. Je nachdem, wo ich da reinpacke dann oder was. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt hier reinpacke, meine Einhandwaffe, dann müsste er halt doch mehr Angriffsgeschwindigkeit geben, oder? Nö. Warum wieder nur 21? Da verstehe ich nicht.
Wenn ich das hier reinpacke. Was ist denn, wenn du die so Ressourcen verfeinerst? Ja, die Hände und so, ne? Oder was? Weil ich hier beim Alchemisten kannst du Ressourcen verfeinern, Handwerksmaterialien. Ja, weiß ich nicht. Ich habe versucht, das hier mit den Händen und so zu machen, aber dann kriegst du irgendwie nur eine Box und dann ist da wieder auch eins von diesen Dingern drin. Ich nehme an, falls irgendwie ein Teil fehlt, irgendwie ein bestimmter davon. Und dann kannst du irgendwie weil nicht. Sozusagen irgendwie glücksspielmäßig irgendwie ein anderes Teil davon bekommen. Okay. Weiß nicht. Also ich, für mich hat es das jetzt nicht so gebracht. Prozent und schon macht um 50%. Okay, ich verstehe nicht, warum da wieder nur Dings ist. Ich habe da eine Einhandwaffe. Ich hatte den Dolch, egal. Sind immer noch 6% mehr. Oh, da habt ihr eine Rarität erwischt. Oh, keine Ahnung, ja. 21% ist trotzdem noch. Was auch immer. Irgendwie 42% oder so, was ein bisschen krass war. So. Ich gehe schon mal zum Baum. Ich bin schneller. Immer. Ich rufe ein Taxi. Oh, mein Schwert sieht so cool aus. Das kann ich hier nicht tun. Nein, ich kann nicht da reingehen, wenn ich auf dem Pferd bin. Boah. So, hat seinen Trank hochgeballert. Ja. Gut. Jetzt sieht es schon, wenn hier alles dunkel ist, ey, dann ist das wahrscheinlich auch wieder. Ich orientiere mich immer, von welcher Seite wir hier anfangen, ey. Ja, okay. Ja, jetzt machen wir schon wieder von links angefangen. Jetzt fangen wir wieder von rechts an. So, hier sind da. So, wer hat letztes Mal gemacht? Du oder ich? Ich. Ja, dann mache ich jetzt wieder. So, ich habe 3, 3 und 5 nur noch. Okay, weg. So. Gurgelnder Kopf, geschwärzte Femur, bebende Hand. Wo? Oh mein Gott, das ist schon wieder er. Ich bin noch nicht bereit. Du hast Umbrella-Zeichen zeichnen. Und einen Schuhregen. Ich muss was. Trick or treat, smell my feet, give us something good to eat. Ich kann die ganze Zeit nicht angreifen, weil ich mich die ganze Zeit betäubt hier. Dass ich keinen einsetzen kann oder was? Ja, ja. Mir war alles dunkel. Dann bin ich wieder in dem Darkroom. Ich muss warten. Na komm, ich bin mir gefällt, was eins Jahr für dich war. Okay. Schon wieder, weil eins Jahr wieder. Zwei an Schwert. Oh. Kopfschutz, wahrscheinlich denselben, den ich jetzt gerade trage. Was ist das denn? Purpurne Felder, minus 359, entschuldige, was? Das war einzigartiges? Ja, ein Schwert, aber das ist viel schwächer als was ich jetzt habe.
Karten eingehen mit Blutspieß. Blutspieß habe ich nicht. Nein, das kann ich nicht gebrauchen, das ist voll lahm. Angriff pro Sekunde. Ja. Das Schwert ist sehr viel schwächer. Ja, das ist der exakt derselbe. Sehr geil. In 14 Tage. Weiß ich auch nicht, hast du irgendwie Pech? Keine Ahnung. Ja. Wenn du immer die gleichen Drops bekommst. Ich würde sagen, weil es keine anderen gibt, ganz ehrlich. Ich habe was Neues bekommen, aber es ist viel schlechter, als was ich jetzt habe. Sehr viel schwächer. Mein Gott, ist das schwächer. Kann ich da aus dem Design machen, bitte? Nee, das Design ist nicht neu. Ich meine, das Design ist neu. Mal sehen, wenn ich das verwerte, kriege ich da irgendwas Geiles? Ich da so voll die geilen Sachen von. Eine gute Ausbeute. Eisenbocken. Cool. Ah, schade. Was darf es sein? Der Typ ist uns auf der Schliche gekommen, ey. Der hat gesehen. Ja, der Boss, der ist uns auf der Schliche gekommen. Der hat gesehen, dass wir ihn voll abusen und hat sich gedacht, ne. Jetzt durch die Dropshanks mal hier ein bisschen runterschrauben. Na gut. Ich treffe dich am vereinbarten Ort. Alles klar. Damit wir sterben können, ich meine den Tod vorbeigehen können, natürlich. So, was? Warum sind hier zwei? Schließlich im Final-Dungeon, zerfallener Tempel. Weißt du, wenn jetzt alles da schon tot ist, wenn wir da reingehen? Da habe ich mir auch so gedacht, ne? Also wieder Höllenflut oder so? Oder nicht? Warum habe ich jetzt zwei Orte? Ich habe eine Quest davon jetzt. Eine vorrangige. Eine sagt mir, ich soll da oben rechts hin. Eine sagt mir, ich soll unten rechts irgendwo ein. Also nicht. Ist da wieder was anderes? Kyovashat. Ja, die Statue, sagt er, soll er hingehen. Aber haben wir ja noch nicht erledigt. Der markiert uns dann schon, dass wir irgendwie zur Statue hingehen sollen, nachdem wir da fertig sind oder was. Oh Gott. Ja, da steht auf Qual werden neue einzigartige verfügbar. So. Oh Gott. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Mein Pferd dreht manchmal ein bisschen durch. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Wah, wah, wah. Da muss ich durch die ganzen Lavafelder hier durch, ey. Ja, nervt. Sterben wir schon, indem wir in so ein Lavafeld hier reinfallen. Ich bin auch schon fast da. Ich muss warten. Hey, Fleck, ich bin auf der Mission. Aua! Aua! Bitte nicht jetzt schon sterben. Ich muss schon einen Trank benutzen hier. Ich muss warten. Bin noch nicht mal im Dungeon drin. Geht mir aus dem Weg. Seht ihr nicht? Seht ihr nicht, dass ich auf der Suche nach irgendwas bin? So, ich bin schon mal in der Dungeon drin. Nein, nein. Ich habe Lea schon fast getötet. Nein, geh noch mal raus. Okay, okay, jetzt ist alles wieder dunkel. Nein.